zwei Leute vor der Luft. Hallo Leute, und wie man sieht, habe ich eine sehr gute Nachricht für euch. Und zwar hat sich mein Dad überlegt, er schenkt mir zu Weihnachten ein Elgato. Tja, und was bleibt mir anderes übrig, außer es hier live für euch zu entpacken. Und das mache ich auch mal gleich. Ich schaue nur hier, wo ich diese Folie raus bekomme. So. Erstmal ein Stückchen abschnippeln. Na komm. Vielleicht ein bisschen größeres Stückchen abschnippeln. So, und dann ist das hier so. Von allen Seiten. Hier wird dann noch angezeigt, was alles dabei ist. Ja, dann holen wir das mal raus. So, dann haben wir hier nochmal den Karton im Karton. Und wenn man das aufklappt, dann sieht man hier direkt das Gerät. Es ist klein, leicht und ja, hat wenige Anschlüsse. Ich hoffe, man sieht es jetzt hier in der Kamera. Hier, es hat die vier Anschlüsse auf der Seite. Die zwei Anschlüsse auf der Seite und die zwei auf der Seite. Ja. Dann packen wir erstmal das hier zur Seite und schauen, was noch im Karton drin ist. Erstmal ist hier dabei eine kleine Anleitung. Hier wird alles angezeigt, wie was gemacht werden muss. Ja, aber das, denke ich, ist für mich dann, um zu verbinden und so weiter. Und dann erstmal schauen, was für Kabel dabei sind. Erstmal ist mit dabei ein HDMI-Kabel, ein ganz normales. Dann sind noch die Komponentenkabel dabei. Mit AV-Stecker, oder ist es ein AV-Stecker? Ich glaube, ich hoffe jetzt nicht irgendwie Bullshit zu erzählen hier. Und dann ein, was ist das? Ich sehe es nicht, das ist hier so eingepackt. Ich kann mir mal hinten nachschauen, was das für ein Kabel ist. Ah ne, das steht da hinten. Achso, das ist der PlayStation 3 Kabel. Das ist für mich eher unwichtig. Und zu guter Letzt das USB-Kabel, mit dem man dieses Gerät an seinen PC verbindet. Ja, und das war's eigentlich schon vom Unboxing. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich es an meinem PC verbinde und dann schauen wir mal, ob das auch so gut läuft, wie ich es mir erhofft habe. Dann sehen wir uns nach einem Schnitt wieder. Ciao, Leute! So, jetzt habe ich das HDMI-Kabel von dem Elgato GameCapture HD ausgepackt. Hab das, wie man hier sieht, an meine Xbox dran. Das geht dann in den HDMI-In von dem Elgato. Fokussieren will das nicht, so wie es aussieht. Und dann muss noch ein HDMI-Kabel in den HDMI-Out von dem Elgato. Und das muss dann in den Fernseher rein. Wie man hier sieht, lade ich gerade ein Video hoch. Aber was das für ein Video ist, braucht ihr gerade gar nicht wissen. Ja, dann muss man eigentlich nur noch einem Link folgen, der auf dieser Kurzanleitung ist. Und dort ein Programm runterladen. Und dann sehen wir uns nach einem Schnitt wieder, nachdem ich dies gemacht habe. Bis gleich. Ach ja, ich habe vergessen, ich muss noch dieses Kabel hier auspacken, das ist das USB-Kabel vom HD Game Capture. Ja, und das mache ich jetzt hier schnell kurz. Das ist doof mit einer Hand. Einen Moment.
So, dann packe ich das aus. Na komm, so, jetzt erstmal zerrissen. Ja, wie man sieht, das ist ganz normal. Warte, hier, Mini-USB und USB. Und das muss dann an den PC angeschlossen werden. Das mache ich jetzt hier auch live. Oh, das ist aber ein langes Kabel. Oder ein langer Kabel, der Kabel, das Kabel. Ja. Da ist der USB-Anschluss. Jetzt muss ich das ganz kurz hier zeigen. Wenn man dann hier auf der Out-Seite sieht man hier den USB-Anschluss. Da kommt einfach dieser Mini-USB-Stecker, der Mini-USB-Stecker rein. Und die andere Seite, also der normale USB, kommt an den PC. Dann habe ich das gemacht. Und mal schauen, ob was kommt. Da werden Gerätetreiber installiert. Wie man sieht, hier ganz kurz wurde das Gerät schon gleich anerkannt. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch das Programm runterladen, das ich brauche. Und dann ist das auch schon fertig. So, mal wieder sehen wir uns nach einem Schnitt wieder. Und wenn man dann alles fertig runtergeladen hat, dann hat man dieses Programm und wie man hier auch schon sieht, ist das auch schon angemeldet. Das ist jetzt der Account von meinem Cousin, das ist mein Account, das sieht man jetzt nicht, weil es spiegelt. So, das ist mein Account. Und dann gehen wir mal... Oh, ich muss meinen Xbox-Controller anschließen. Der ist mittlerweile mit meinem PC angeschlossen, deshalb muss ich das neu machen. So, jetzt ist es angeschlossen und wenn ich dann hier nach rechts gehe, dann sieht man, wechselt der auf meinen Account. Aber das ist jetzt aus der Perspektive vom Programm. Deshalb ziehe ich das mal auf meinem zweiten Bildschirm rüber. Und wechsle mal auf dem ersten Bildschirm auf meine Xbox. So, hier sieht man dann, wenn ich ein bisschen weiter weggehe, das ist meine Xbox, ganz normal, und da ist das Programm. Und jetzt nehme ich erstmal hier meine Xbox-Controller in die Hand, und wenn man hier sieht, das hat leichte Synchronisationsveränderungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ihr seht das, wenn ich hier nach rechts gehe, geht das gleich nach rechts. Aber hier dauert das ein bisschen, jetzt ist es erst nach rechts gegangen. Und wenn ich hier nochmal nach links gehe, geht das gleich und hier dauert das ein paar Sekunden. Aber im Endeffekt ist das eigentlich egal, weil wenn man zockt und aufnimmt, schaut man ja auf seinen normalen Bildschirm, dort wo man halt zockt. Und dann kann man das halt mit der Audioaufnahme und der Videoaufnahme später zurechtschieben und dann hat das auch keine Probleme. Jetzt schauen wir uns das Programm genauer an und dafür werde ich Fraps benutzen. Oder ein anderes Programm. Und dann sehen wir uns am PC wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch im Programm drin. Und jetzt werden wir uns mal die ganzen Sachen zusammen anschauen. Und zwar kann man hier das Gerät verändern. Hier ist jetzt die Xbox 360 eingestellt, das ist gut. Hier hat man einen noch andere weitere Möglichkeiten. Dann kann man aussuchen, ob mit HDMI Komponent. Da gibt es glaube ich noch weitere, wenn man hier unter andere geht. Ja, da kann man hier mehrere aussuchen, aber wir gehen jetzt mal wieder auf die Xbox. HDMI. Und das lasse ich einfach mal 720p. Und hier kann man halt dann die Qualität ändern. Aber ich lasse jetzt einfach mal alles so, wie es ist. So, ganz kurz was geschaut. Dann im Bild kann man die Farben, die Helligkeit, Kontrast und alles ändern. Ja, und Audio halt Audio. Im Eigentlichen ist das ganz einfach gehalten, die ganzen Einstellungen und alles. Und das finde ich auch gut so.
So, jetzt hier sind wir im Game Audio. Das ist, wenn man zum Beispiel jetzt hier, ich wechsle mal, jetzt hat es nicht geklappt, ich wechsle mal auf meinen Account. Und jetzt hat man es hier gesehen, hier ist hochgegangen. Das ist einfach die Sounds, die im Spiel sind. Man hört es jetzt zwar nicht, weil ich das mit Camtasia aufnehme, aber man hört es dann halt später, wenn ich das normal über das hier aufnehme. Hier kann man dann das Mikrofon einstellen, über das man reden möchte. Und was ich auch sehr toll finde, ist, man hat die Möglichkeit, über das Programm zu livestreamen. Wie genau das funktioniert, weiß ich noch nicht, aber es gibt natürlich hunderten von Videos, wo das gezeigt wird. Ja, und hier sind natürlich Titel, Spiel und Beschreibung und Text, kann man halt schon alles einfügen, wenn man das direkt bei YouTube hochladen möchte. Und hier unten sieht man schon eine Zeit, die läuft. Und das ist einfach, wenn ich jetzt vergessen würde, auf den Aufnahmeknopf zu drücken, dann wäre das natürlich doof. Aber das Programm ist schlau und es nimmt ab dem Zeitpunkt, ab dem ich das Programm starte, nimmt das die ganze Zeit auf. Also sozusagen eine Sicherheitsaufnahme. Und die kann ich dann halt nochmal zurückspulen und nochmal abspielen lassen und nebenbei halt aufnehmen, damit ich auch nichts verliere. Dann hat noch das Programm eine sehr schöne Möglichkeit, und zwar kann man Videos hier direkt bearbeiten und auf YouTube hochladen oder auf Facebook teilen oder was auch immer man hier kann. Ja, und das war's eigentlich schon. Hier gibt es noch Einstellungen über die Aufnahme oder wegen der Aufnahme, wo das halt gespeichert werden soll und so weiter. Das war's jetzt auch zu dem Programm und jetzt werde ich auch nochmal schnell ein Spiel einlegen, damit ihr mal schnell seht. Das ist auch... Warum ist er jetzt im Account von meinem Cousin? Naja, das ist egal. Ich gehe jetzt einfach mal ein Spiel einlegen, damit ihr auch seht, dass es auch funktioniert. So, hier die Lade schließen. Und jetzt müsste gleich das Spiel losgehen. Genau, und da sieht man es auch. Hören tut man leider nichts, weil... Ja, das hört man halt nur, wenn man über diese Funktion hier aufnimmt. Oder ich weiß nicht, ob man das auch hört, wenn man mit Fraps aufnimmt. Ich nehme auf jeden Fall gerade mit Camtasia auf. Ja. Das kann ich jetzt mal kurz überspringen. Ja, wie man sieht, ganz normal. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob man das hört. Auf jeden Fall spiele ich hier gerade Musik. Aber meine Kopfhörer sind gerade so laut, dass man das wahrscheinlich hören wird. Ich mache mal ein bisschen leiser. Ja. Das war's zu dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin unsere Videos schaut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir unboxen für euch. Ciao, Leute.